Willkommen am Ortsrand vom wunderschönen Örtchen Ruppertshofen. An der Stelle gehen Grüße raus an Patrick, Chess.HD. Könnt ihr finden, den Kommentaren von meinem allerersten Video. Da kommt er auch vor, falls es euch interessiert. Und ich bin gerade unterwegs halt ein bisschen, nicht allein, mit der Familie halt eine Runde. Geht mal halt eine Runde walken, ein bisschen Sport treiben. Hier nebenan sind Stallungen, wenn man das sieht, für Pferde. Ja, ich glaube, das juckt uns nicht, die Motorsport-Freaks unter uns. Jucken eh nur echte, nicht echte Pferdestärken, sondern künstliche. Da kriegt man halt mal 300 Stück auf einen Haufen, anstatt nur eine Lahme unter sich drunter. So, ja gut, was gibt's denn sonst zu erzählen, außer, dass es hier Eis gibt. Eis, was man zu Glas umfunktionieren kann, mit dem man sich verletzen kann. Danke. Tja, wofür hat man kleine Diener, die einem alles zureichen? Sowas wie Eis. Tja, das erledigen dann meistens die Geschwister. Ich kletter da jetzt hoch! So macht man das. Selbst wenn hier jemand mit einem Pferd vorbeireitet, wie wir alle wissen. Oh, hätte ich wohl nicht machen sollen. Und da laufe ich ein Stück weiter und was sehe ich dann vor mir? Vielen Dank an die Pferdebesitzer, die sowas nicht wegputzen. Aber die Hundebesitzer müssen alles wegputzen. Pferdebesitzer lassen überall ihre Pferde hinmachen. Tritt mal einmal rein. Eine Schande ist das. Für Hundebesitzer macht man Regeln, beschwert sich nachher, wenn man reintritt. Aber Pferdebesitzer, nein, dürfen sie überall ablegen. Eine Schande auch, ganz ehrlich. Junge, 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 ich dachte, das hätte gerade aufgehört damit. Aber nein, hier liegt noch mehr. Und da vorne... Eine Schande, wie gesagt. Überall. Juhu, Pferdeäpfel. Hey Leute, ich habe jetzt das ultimative Versteck gefunden. Hier, mitten auf freiem Felde. Da hinten, wer da auch immer langläuft. Ja. Dem jage ich jetzt einen Schrecken ein. Kommt mit, ich verstecke mich jetzt hier. Hinter diesem Plänzchen. Der hat mich safe nicht gesehen. Nein. Jetzt 3, 2, 1. Let's go. So, jetzt ist erstmal Selfie-Time angesagt. So, ich und mein Windrad. Viele wollen doch bestimmt wissen, was auf diesen Tafeln draufsteht, ist bestimmt hochspannend. Genauso wie... Ach, vergesst, der Joke wäre so schlecht gewesen. Ich sag lieber nichts mehr, sonst heißt es wieder, dass ich hier raus darf aus Deutschland. So, also Achtung, kann ich schon mal lesen. Könnt ihr mehr lesen? Schreibt es mal unten in der Beschreibung. Was für eine Beschreibung? In die Comments rein. Also, was haben wir denn da Schönes? Erstmal das Treppchen hoch. Im Brandfall, Feuerwehr informieren, Vorsicht vor herabfallenden Teilen. Bei Vereisungsgefahr Eisfall möglich.
Heißt es, dass ich hier die Treppe runterstürze? Wird eh nie passieren. Achtung! Unbefugten ist das Betreten, das Besteigen des Windkraftwerks nicht gestattet. Komm, wir versuchen mal da hochzuklettern. Junge, stellen die sich vor, bin ich ein Affe? Also, so aussehen tue ich schon mal. Und runtergefallen wäre ich jetzt auch fast. Yo, Freunde der gesunden Vitamine, ich hab hier eine Clementine. Aha, aber nicht nur eine, 4 Stück. Nur das Traurige ist, den Rest habe ich wirklich nur zum Filmen hier. Also, da habe ich jetzt die Clementine vernichtet. Die Überreste von der noch. Also eine Runde Ham-Ham übersetzt. Und wie es jeder kennt, schön Umweltverschmutzung in den Wald mit dem Zeug. Haha, gegeben, Wald.